Hallo, 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 weiter geht's mit Clash of Clans, mit Kok, willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht ins neue Jahr, frohes Neues auf jeden Fall, euch allen und 2015 das erste Kok-Video mit mir zusammen, ich hoffe, wir haben Spaß. Ja, ich habe gestern, bin nicht mehr dazu gekommen, noch so viel zu farmen, es tut mir leid, da kam so Silvester dazwischen, es tut mir leid, dass es nichts mehr geworden ist, aber... Oh, ist auch ausgelaufen. Jawohl, die Bocken sind auch ausgelaufen. Wir können ja weiter boosten, von der passt es auf jeden Fall. Ich habe ein paar Angriffe bekommen. Schon wieder gerade ein? Was? Erstmal schauen, die haben mich die ganze Zeit angegriffen. Warum greifen die den Lars denn immer an? In diesem Jahr möchte ich nicht so viele Angriffe bekommen. Mal gucken, der hat schon wieder alle was abgezogen. Oh, der hat auf jeden Fall sehr viel eingesetzt, der Kollege. Erstmal oben sich mein Rathaus gegönnt. Schon Level 6er Burgenschutz, Level 6er Barbaren. Beziehungsweise nicht Barbaren, sondern die Dicken halt. Die alten Riesen. Da kommen sie rausgeklatscht. Eieieiei, okay, die X-Bows klatschen schon mal gut weg, aber ich habe schon wieder in die Fresse bekommen. Ist man kurz ein Video aufnehmen, kommt man wieder, bam, sofort einen in die Fresse bekommen. Heute habe ich vor, auf jeden Fall etwas mehr zu farmen. Livestream geht dann wieder, weiß ich gar nicht, so Freitag, heute ist Donnerstag, erster, ja, Freitag, morgen kannst du Livestream geben oder Samstag, so im Dreh auf jeden Fall. Jetzt am Wochenende wieder ein paar Streams geben von Kok. Ich hoffe, ihr seid dabei, ich hoffe, ihr habt Spaß, ihr könnt schon mal den Tag da frei nehmen, nein. Ich denke mal dann wieder so gegen 18, 19 oder 20 Uhr. Ich denke mal so gegen 19 oder 20 Uhr wieder gestartet. Und dann so bis 0 Uhr werden wir dort durchsuchten, etwas Kork spielen, durchboosten und ein bisschen farmen. Ich habe auch drei Baubarter frei, wie wir gleich sehen. Deswegen muss ich eh wieder einiges machen, Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ah, Level 5 Queen, die geht schon rein. Ja, wie man sieht, der Level 5 King und Queen. Was ist denn los mit dem? Da muss er ein bisschen mehr einsetzen, ne? Da hat er ein bisschen wenig Dunkles für seine Helge geopfert. Die Queen geht down. Hat ihn Fertigkeit schon gezündet? Ich hoffe doch mal. Was war das für ein Blitz? Der Blitz des Todes in nichts rein. Und der? Hä? Okay, in die Mauer, Blitzmann. Oh, ist das ein ekliger Drecksack. Ist das ein ekliger Drecksack. Er hat auf mein Dunkles geblitzt. Haja, ich werde ja eh bald die Videoreihe starten. Keine Ahnung, killt die dreckigen, dunklen Drecksblitzer oder so. Sowas in der Art. Ich hasse sie so dermaßen, ne? Ich weiß, in 4 Stunden boosten blitze ich einmal vielleicht. Habe ich vielleicht einmal einen Blitz reingesetzt, aber normalerweise mache ich das nicht. Wer meinen Stream mitverfolgt, wer die Videos sieht, weiß, dass ich normalerweise nicht aufs Dunkle blitze. Aber das wäre gerade wieder unterste Schublade, aber der hat ein bisschen gefällt mit dem Blitzen. Ich weiß, ob er noch ein bisschen voll war von Silvester. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, das wäre ja mal gar nichts. Da hat er auf jeden Fall ein bisschen versagt. Das hat nicht gepasst. So, was ist denn jetzt hier los? Wir sind alle voll. Ich bin wieder am Rumbatschen. Selbstverständlich, was denn sonst? Der Lars ist ja nur ein dreckiger Batscher. Verteidigungsort nochmal anschauen. Hier haben wir auch dick in die Fresse bekommen. Nicht angesehen. Mal schauen. Oh, Max Schweinebärreiter, Max Mauerbrecher, Max Barbar. Alter Falter. Die Liste ist so lang. Und nun Level 8 Queen. Das ist ich weiß es auch nicht. Die tun alle die Hell so vernachlässigen. Das Schmerz in meinem Herzen. Mal schauen, was er gemacht hat. Der Schweinebärreiterangriff. Oh, ich habe den Magierturm wieder reingesetzt, weil er ist fertig geworden. Muss ich gleich machen. Der ist nicht fertig geworden, der Magierturm. Wie gesagt, 3 Bauarbeiter free. Und die Queen muss abgegradet werden. Das heißt, wir müssen 2 wieder beschäftigen. Da kommen schon wieder die Dicken. Und da kommen die Mauerbrecher. Bada. Boom. Mach auf die Rotze. Ja, das war, glaube ich, da. Ja, verfügbare Beute ist ein bisschen viel. Wie viel gönnt er sich denn? Wie viel gönnt er sich denn? Ja, bin ich mal gespannt. Okay, er geht mit Schweinebärreiter rein. Er greift dann mit den Barbaren an. Mit den. Oh, da kommt ein Heelzauber. Eklig. Mein X-Bow knallt natürlich durch. Alter, ich muss sagen, die X-Bows hauen auf jeden Fall einiges raus. Die können durchgehend abknallen hier. Durchgehend losballern. Das gefällt mir auf jeden Fall. Die muss ich auf jeden Fall auch upgraden, so schnell wie möglich. Da kommen ein paar andere dicke. Oh, wie viel Magier denn? Wie viel Magier hat er denn bitte dabei? Und noch Ballons und Magier und Ballons. Und ganz viele Magier und ein Wutzauber. Und die sterben alle. Oh, diese Riesenbombe. Ein Buchakloss, diese Riesenbombe einfach mal unten hier links alles gefickt. Sehr schön. Okay, Healer hat auch noch dabei. Die Ballons sollten normalerweise down gehen von der Luftabwehr, wenn der Healzauber vorbei ist. Er ist gleich vorbei. Meine Queen, die haben Lara kaputt geschossen. Die haben Lara kaputt geschossen, Leute. Die haben wirklich Lara kaputt geschossen. Und er hört so etwas. Und er hört. So, die Bogenschützen schießen die ganze Zeit durch. Zum Glück schießen die da drauf. Der King sollte sie dann alle vergenussfäckeln da unten. Das passt schon mal. Ich glaube, Dunkles bekommt er gar nicht. Wie nur in dem Bohrer, was drin war. Ja, das ist schon mal okay. Ja. Sehr schön, King. Ja, ich würde mal sagen, der Angriff für die Masse, die er einsetzt, hat er echt wenig bekommen. Da hat er ja ultimativ wenig bekommen. Das war ja ein abgefuckter Abgriff, Angriff. Abgefuckter Abfick. So, Leute. Er bekommt noch hier ein bisschen was. Kann der Mien? Na, er kann nicht drauf schießen. Okay, er bekommt noch das hier. Wir spielen mal ein bisschen vor. Was bekommt er denn noch alles? Ah, er bekommt ein bisschen Elixier und die Queen sollte jetzt down gehen. Okay.
Ja, ein bisschen was gewonnen auf jeden Fall. Der Angriff hat sich für ihn gelohnt, aber er hat auf jeden Fall mehr rausholen können, weil, wie ihr seht, ich hatte sehr viel auf der Tasche. Ganz einfach, das war, wo ich einfach pennen war. Ja, da ist man halt pennen, ne? Da ist man eben pennen. Er war ein Frühaufsteher scheinbar, er hat scheinbar das neue Jahr ein bisschen anders gefeiert. Ist okay. Ja, habe ich ein paar Angriffe bekommen, das passt soweit. Wenn wir gleich unseren Live-Angriff machen, hier soweit steht alles sehr gut, das ist soweit in Ordnung. Wollte ich euch auch noch irgendwas sagen? Ach genau, genau. Ich habe 3 Bauarbeiter wieder frei, einer ist ja durchgehend normalerweise für die Kühen einsetzbar, aber ich habe halt nicht viel gefarmt, Entschuldigung, Feiertage und so, ihr wisst Bescheid, da hat man ein bisschen andere Sorgen und Ängste. Ängste? Wie komme ich auf Ängste? Ich weiß nicht, auf jeden Fall andere Sorgen, beziehungsweise andere Sachen vor, aber es ist okay. Dann machen wir das so, wir tauschen wieder hier, weil der Magetum rein muss, der ist auch in einem Tag fertig, also müssen wir Gas geben, Leute, ich möchte gerne, wie gesagt, die Queen upgraden, wollte ich eigentlich gestern, hab's wieder nicht geschafft, Entschuldigung, 32.500 sollte ich heute schaffen, ebenso müssen wir uns überlegen, was werde ich denn upgraden, also das kostet schon mal 5 Millionen, erstmal hier alles nachfüllen, bitteschön, 5 Millionen kostet es, den X-Bow upzugraden, das ist auf jeden Fall schon wieder eine Hausnummer, noch einen Tag, 8 Stunden, dann ist die Zauberschrotfabrik fertig. Wir könnten anfangen, zum Beispiel den Bogenschützenturm hochzuziehen. Dauert hier einen Tag. Die Tesla-Upgraden dauert 5 Tage. Eieiei. Wir könnten das Goldlag-Upgraden, dauert auch nur einen Tag. Dann hätten wir schon mal die beiden weg und hätten quasi Zeit, ein bisschen mehr zu farmen. Das ist eine Überlegung wert. Ich würde sagen, das machen wir auch. Ich werde das... Oder, Moment, das ist auf Level 8. Das dauert 12 Stunden. Fangen wir mal damit an und werden den Bogenschützenturm upgraden. Oder ich farm heute noch, ich glaube, ich farm noch so viel, dass ich vielleicht einen X-Bau oder einen Magertum upgrade. Ich könnte den ja auch upgraden, dort auch 5 Tage. Ich habe noch gar keine Ahnung, Leute, was ich jetzt mache, aber der, oder doch lieber farm für einen Minen, ob Minen verkommen wir auch. Ich weiß noch nicht, Leute, muss ich mir noch überlegen, wie ich am besten mache. Normalerweise ist ja immer so meine Taktik, bitteschön, meine Taktik ist ja normalerweise so, dass ich erst Magertürme upgrade, Minenwerfer upgrade und jetzt sind halt die X-Bows und die Teslas noch am Start. Muss man sich überlegen und die X-Bows sind halt schon ziemlich krass. Die möchte ich auch gerne upgraden. Vielleicht farm ich heute noch so viel, dass ich den upgrade. Den einen X-Bow, dann passt es. Und die Queen möchte ich auch gerne upgraden. Sind alle Bauarbeiter wieder beschäftigt. Aber wir müssen noch die Mauer machen. Von daher, am Wochenende haben wir noch einiges zu tun. Man hat immer was zu tun in Kok. Und das finde ich halt großartig und super geil. Wir gehen zum Live-Angriff. Hab alles dabei. Außer Zauber, weil, wie gesagt, meine Zauberspruchfabrik noch am Upgraden ist. Barbaren. Und natürlich die wunderbaren Bogenschützen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie lange es noch dauert, bis die endlich upgegradet sind, die Bogenschützen. Hat ja irgendwie 10, 12 Tage gedauert. Sehr, sehr lange auf jeden Fall. Und wenn wir die dann upgraded haben, läuft es richtig. Mein Ziel ist selbstverständlich immer noch, Dunkles zu bekommen. Ab 500 Dunkles gibt es einen wunderbaren Angriff von mir. Vorher nicht. Vorher nicht, genau. Vorher einfach nicht. Mal schauen, ob wir einen finden mit so viel. Wir brauchen ganz viel Loot. Das wäre wunderbar. Das würde mir gefallen. Hier 89 Dunkles. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. 222, nee. Also gestern sind noch einige interessante Gegner aufgetaucht. Mit sehr viel Dunkles. Mal schauen. Ich bin natürlich mit den Pokalen etwas gefallen. Bin auf Gold 3 wieder runter. Vielleicht ist das der Knackpunkt, dass ich nicht mehr so viel, so gute Gegner finde. Dann muss ich mit dem Programm wieder hochgehen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wenn man zu krass runterfällt, auch in Gold, von Gold 2 auf 3 und doch zu weit runter geht, dann kommen manchmal nur diese, sag ich mal, etwas neueren Spieler von Kork, die halt nicht so Dunkles haben. Gerade mal ein Bohrer, gerade mal das Lager vom Dunklen, da haben die nicht viel. Wir brauchen die, sage ich mal, Rathaus 8 Boys, die etwas Dunkles, oder Rathaus 9 Boys, die etwas Dunkles gefarmt haben und gesaved haben. Das ist gut. 1400 Dunkles, alles in der Mitte. Alter, ist denn los mit seinen Weihnachtsbäumen da? Ein paar Geschenke auf jeden Fall. Den nehmen wir. Klammbuck ist... Ah, scheiße. Mist, da ist was drin. Egal, Leute. Drückt mir die Daumen. Den brauchen wir, Alter. Wenn wir das Dunkle bekommen, dann sind wir richtig gut. Oder das nicht. Das ist auf jeden Fall richtig gut. 1400 Dunkles. 1400, das ist eine richtige Hausnummer, Leute. So, hier bitte aufsprengen. Sehr gut. Dann gehen wir hier herein. Das ist das Ziel auf jeden Fall. Sehr schön. Muss natürlich nach unten den Barbaren-King vergenussferkeln. Sehr schön. Droppen schon mal. Ich habe Angst, dass sie... geht bitte in die Mitte. Geht hinein. Dankeschön. Ja, sie gehen herein. Sehr schön. Also hier weiter rein. Das läuft auf jeden Fall. Hier alles hinterher. Rotzen, so dass es läuft. Sehr schön. Sorry, wenn ich ein paar Lags am Start sind. Aber ich bin gerade noch nicht mehr im Rendern. Der Lars ist mal wieder sehr, sehr spät mit seinen ganzen Videos am Start. Ja, es laggt ein bisschen. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. So. Immer als aufsprengen. Das Ziel, wie schon erwähnt, ist das Dunkle. Das Dunkle, das Dunkle. Die Queen, die Lara muss es reißen. Die Lara muss sich das Dunkle gönnen. So, der King ist noch gut am Start. Ja, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, das Glück. Das schwarze Gold. Es kommt in unsere Tasche. Oh yeah. Happy New Year. Diddle-diddle-dim.
ein fröhliches neues Jahr mit ganz viel Dunkles. 90 Dunkle noch da, in dem Bohrer etwa. Oh, ist das gut. Leute, so gefällt mir das. Etwas Dunkles für den Lars. Wir zünden nochmal die Fertigkeit und rotzen noch etwas Damage raus. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Elixier. Ah, scheißegal, abbrechen. Wir haben 52% und wir haben 1390 Dunkles bekommen. Dazu noch 183.000 hiervon. Das gefällt mir, das war ein sehr interessanter Angriff und das war super geil. Wow. Sehr viel Dunkles, sehr schön. Jetzt sind wir schon mal auf 28,4 an Dunkles. Ich möchte gerne rauszoomen. Dankeschön, Spiel. Und dann werde ich weiterbauen, werde farmen. Ja, natürlich auch dir frohes neues, Hellvory. Ich wünsche übrigens alle ein frohes neues. Und ich werde gleich boosten. Kann ich hier schon mal machen, weil sonst sind die so lange am Sleepen. Und dann würde ich mal sagen, war es das von diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt dran, am Wochenende geht es weiter mit den wunderbaren Livestreams. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr seid so krass am Liken letzter Zeit. Ihr seid der Hammer. Dankeschön dafür, das ganze wunderbare Feedback. Und ich sage nur eins, 2015 startet schon mal gut. Ich hoffe, es geht so weiter. Bis dahin, Haufen Super Nesser Boys, reingehauen und tschüssi. Nice.